Hi Leute, da ich gerade ein Video konvertiere, habe ich mir mal gedacht, ich mache mal ein kleines Infovideo, was meine zukünftigen Let's Plays betrifft. Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall so überlegt, dass ich Yoshi's Cookies anfange, also als Let's Play. Ist ja klar, wieder. Ja, dann wird noch Mario Kart 64 kommen. Das wird auch noch kommen. Pokémon XD wollte ich erstmal pausieren. Und Tony Hawk's Underground 2 breche ich jetzt definitiv ab. Wegen Content und so weiter. Weil ewig irgendwie Content ist, wenn ich mit Musik spiele und ohne Musik, das geht gar nicht. Kann ich gar nicht mitspielen. Also es wird jetzt so ein kleiner Vlog mal sein, wie so meine zukünftigen Let's Plays aussehen. Ich konvertiere jetzt erstmal die letzten Pokémon XD Teile. Die werden dann auch heute, vielleicht morgen, muss ich mal gucken, ob ich dann die beiden Teile heute hochlade. Wenn nicht, dann wird der zweite Teil dann morgen hochgeladen. Und ja, das war jetzt einfach nur mal so ein kleines Infovideo. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Aber mein Laptop, der ist ja eigentlich, denke ich mal, ganz gut. Und das wollte ich einfach nur mal so sagen, was jetzt meine zukünftigen Projekte sind. Vielleicht kommen ja auch noch so kleinere Videos ja zwischendurch. Also Tetris, New Tetris, das wird auf jeden Fall auch weitergemacht. Die Wonders mache ich ja nur. Ja, und wenn ich mal Lust habe dazu, aber naja. Das wollte ich einfach nur mal sagen, so wie das jetzt weitergeht bei mir jetzt. Weil Pokémon XD, ich weiß auch nicht, macht mir zwar Spaß, das Spiel, hat auch kein Content, zum Glück nicht, aber irgendwie habe ich im Moment so keine, wie nennt man das, keine Motivation, dieses Spiel zu spielen. Irgendwie. Deswegen wird jetzt Yoshi's Cookies kommen, dann wird Mario Kart 64 auf jeden Fall folgen. Und dann muss ich immer sehen, was dann kommt. Weil Yoshi's Cookies ist, denke ich, schnell vorbei. Und Tony Hawk Underground 2 werde ich definitiv komplett abbrechen, weil, weiß auch nicht, ja, ist einfach zu viel Content und ohne Musik kann ich definitiv nicht spielen. Ja, das wollte ich einfach nur mal sagen. Ich hoffe, man kann mich verstehen, aber ich denke mal schon. Dann macht's erstmal gut, Leute, und viel Spaß natürlich weiterhin mit meinen Let's Plays. Und haut rein, Leute, die auch Let's Plays machen.